Leute, wenn ich euch jetzt sage, dass man mit dem Gravity Lift von Horizon Türen blockieren kann, dann erzähle ich euch damit garantiert nichts Neues. Es gibt aber einen Trick, wie ihr selber als Horizon, auch die Teammates können das machen, wie ihr trotzdem durch die Tür durch könnt, obwohl die Gravity Cue immer noch aktiv ist. Und das ist etwas, womit die Gegner definitiv nicht rechnen. Ich zeige euch, wie es geht. Ich haue die Cue raus, gehe einmal rein, gehe wieder zurück, slide durch, bin draußen. Warum ist das so? Ganz einfach, von außen könnt ihr auch gleich sicher sein. Wenn ich das von außen versuche, Moment, ich warte jetzt die Cooldown mal ab, ich habe einen goldenen Helm dabei. Ich verrate euch, warum das so ist. Ganz einfach. Es gibt so eine Art 2 Sekunden Cooldown. Ihr müsst einmal in dem Gravity Lift drin sein, schnell raus und dann wieder rein. Ich gehe aber davon aus, dass von draußen nach drin nicht funktioniert, weil ihr einfach nach oben katapultiert werdet. Wobei, es funktioniert auch von außen nach innen. Aber ich denke, der Gegner rechnet eher am wenigsten damit und deswegen wird er das nicht gleich raffen. Wenn du nämlich zu weit nach oben katapultiert wirst und das nicht gleich raffst, sind die 2 Sekunden ungefähr, die Cooldown passiert, schon passé und ihr werdet wieder nach oben geschleudert. Also einfach den Gravity Lift raushauen, schnell rein, wieder raus, rausleiten, Gegner pushen und alles ist wunderbar. Kanntet ihr diesen Tipp schon? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr weiterhin Bock auf so ein Stuff habt.